بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزمتم بوخ دروس العربية، دروس اللغة العربية، und sind beim 15. Kapitel angekommen. الدرس الخامس عشر. الفتيات، die Mädchen, sagen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Natürlich, die Übersetzung ist deutlich. Zainabu sagt, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vorher, in dem 13. Unterricht, wallahu alam, oder in den 14., da hatten wir zwei Wörter, und zwar du'afa'u und usara'u. Und da haben wir nicht gesagt du'afa'un und usara'un. Warum? Weil es gibt dieses Mamnu' min al-Sarf, es gibt Wörter, die nennt man Memnu' min al-Sarf, also sie sind verboten zu wechseln. Das heißt, man kann denen kein Kessere geben und man kann denen kein Tanwin geben. Und weil Usara'u Elif und Hamza am Ende hat und Du'afa'u genauso Elif und Hamza hat, das ein Zeichen ist, dass es weiblich ist, also das Wort ist weiblich. Und somit hat es eine Illa, ein Problem. Und dieses Problem ist dann gegen zwei. Also eigentlich braucht man zwei Gründe, damit man kein Kessra gibt oder damit man kein Tanwin gibt. Aber wenn es weiblich ist, dann nimmt es dieses, es nimmt die Stelle von diesen zwei Gründen. Das ist der Grund gewesen. Jetzt sagt Zainabu auch noch, Men entunna ya akhawatu. Also wer seid ihr, o Schwestern? Enta ist du männlich. Enti, du weiblich. Entunna, ihr weiblich. Achawatu von Ucht. Ihdahunna, eine von denen. Nahnu banatu Sheikh Abbas. Wir sind die Mädchen vom Sheikh Abbas. Zainabu, ahlan wa sahlan wa marhaban. Und das haben wir erklärt im letzten Unterricht, was kurz gefasst herzlich willkommen bedeutet. Ummukunna ustadati. Eure Mutter ist meine Lehrerin. Kaifa haluha? Wie geht's ihr? Jetzt hier gibt es einen kleinen Witz, den ihr machen könnt. Ich weiß nicht, ob ich schon das erzählt habe. Und zwar, wenn euch jemand fragt, kaifa al-hal, achtet, dass ich gesagt habe, al-hal. Hier haben wir gesagt, kaifa haluha, also wie ist ihre Lage sozusagen, wortwörtlich. Wenn wir sagen, kaifa al-hal, wie ist der Hal, wie ist die Situation, wie ist die Lage? Aber im Arabischen gibt es auch etwas, das nennt sich Hal. Also zum Beispiel, das Kind lag auf dem Boden weinend. Dieses weinend ist Hal. Und dieses Hal sagt man Bakiyen zum Beispiel. Also man gibt am Ende Fatha. Und somit kannst du antworten und sagen, Al-Halu Mansub. Also anstatt zu sagen, mir geht's gut, sagst du Al-Halu Mansub und machst mit ihm einen kleinen Witz. Ihdahunna, eine von denen, hier bikhairin, walhamdulillah. Sie ist gut, ihr geht's gut, alhamdulillah. Gelobt sei Allah. Zainabu, aina hiya al-an? Wo ist sie jetzt? Ihdahunna, hiya al-ana fi al-Riyad. Sie ist jetzt in Riyad. Zainabu, mata dhahabat? Wann ist sie gegangen? Ihdahunna, dhahabat qabla usbu'in. Sie ist vor einer Woche gegangen. Qabla ist vor. Und es ist Zarf. Zarf und deswegen immer oder meistens mit Fetha. Natürlich, wenn es min qabli zum Beispiel kommt, dann hat es Kesra. Und wenn es am Ende des Satzes ist, min qabl, und der Satz dann zu Ende ist, dann sagt man min qablu. Und das findet man öfters im Koran. Zainabu, man zahaba ma'aha? Wer ist mit ihr gegangen? Ihdahunna, zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Mit ihr ist unser Bruder Ibrahim gegangen. Zainabu, kaifa halukunna? Wie geht's euch? Ihdahunna, nahnu bikhairin walhamdulillah. Uns geht's gut, alhamdulillah. Zainabu, fi ayyi madrasatin antunna? In welcher Schule seid ihr?
Auf der nächsten Seite, احداهن, نحن في المدرسة المتوسطة. Wir sind in der Mittelschule. زينب, متى اختباركن؟ Wann ist eure Prüfung? اختبار ist Prüfung. Man kann auch sagen امتحان. Das geht auch. Und hier merkt ihr, dieses Dhamir, dieses Pronomen, was am Ende hinzugefügt wird. Kunna. Ikhtibaruka oder Ikhtibaruki, deine Prüfung. Ikhtibarukunna, eure Prüfung. Das bedeutet, beim Verb fügen wir tunna hinzu. Und das ist dann eben für den Fa'il, für den Nominativ. Und wenn es für den Maf'ul bihi ist, dann das gleiche, was wir jetzt hier vor uns haben. Kun. Und wenn es mit einem Namen dann verbunden wird, dann ist es Mudaf ilay. Also sowas wie Dativ, Genitiv. Eure Prüfung. إحداهن اختبارنا بعد شهر. Unsere Prüfung ist nach einem Monat. Also بعد ist nach, قبل ist vor. زينب أذهبتن إلى المدرسة اليوم. Seid ihr heute zur Schule gegangen? إحداهن نعم ذهبنا ورجعنا. Ja, wir sind gegangen und zurückgekommen. Irgendwelche Fragen in den Text? Okay. Dann Tamarin. أجب عن الأسئلة التالية أو الآتية. من أنتن؟ حسين؟ Was verbinden wir jetzt mit dem Text? Als sie gefragt hat, من أنتن؟ Was war die Antwort? نحن بنات الشيخ عباس. Genau, richtig. Jetzt zwei. أين أمكن؟ Hier في الرياض. Genau, super. أين بيتكن؟ Das weiß ich nicht mehr, aber kann ich etwas anderes sagen? Okay. بيتنا في برلين. Genau, zum Beispiel. Also im Text gab es keine Antwort. Und was schön ist an dem Buch, ist, dass hinten findet man diese Lektion und auch gelöst. Also bei der Lösung stand Beituna qaribun min al matari. Also ich wollte eigentlich auch so sagen, sozusagen dieses nah von links, aber ich hatte das nicht im Kopf, deswegen habe ich direkt die Stadt gesagt. Okay. Jetzt vier. Aina akhukunna? Hua ma'a ummi. Ummina, weil du redest in der Wir-Form. Okay, genau. Hua ma'a ummina. Okay, fünf. Eine Madrasa tu kunna? Madrasa tuna qaribun min matar. Zum Beispiel. Was aber... So Flughafen, oder? Matar war Flughafen. Genau, aber das würde dann zu laut. Ja. Genau, oder man kann sagen, Madrasatuna qaribatun min al-Bayti, zum Beispiel. Ja. Und achten wir auf die Ten, diese Tamarbuta, qaribatun. Genau, wollte ich gerade auch sagen. Okay. Und jetzt bei links sagt man Ummine oder Umune? Eine Achuna ma'a Ummina. Weil du hast ma' gesagt, mit. Und ma' ist Harf Jar. Ach so, ja, genau. Also wegen Präpositionen, Mudaf ilayh, oder? Genau. Nicht wegen Mudaf ilayh, Harf Jar. Weil wir hatten ja dieses Ila und Alle, also zu, auf, unten, ja. Nicht unten. Zu, auf und von. Das sind Präpositionen. Eigentlich diese Präpositionen, dieses, was du gerade, glaube ich, gesagt hast, mit dem Mudaf ilayh? Nicht mit dem Mudaf ilayh, also
dieses Mudaf ilayh und dieses Präposition und dieses Zarf, also dieses Ort und Zeit. Das alles bringt dazu, dass das nächste Wort eben Kasra bekommt. Okay. Okay, jetzt 6. Azhabtunna ila al-madrasati al-yawma? Naam, dhahabna wa raja'na. Genau, super. Jetzt Nummer 2. Annif al-mubtada, also du sollst den Mubtada weiblich machen. Fi kulli min al-jumla al-atiya. In jeden Sätzen. Ein Beispiel. A'antum tullabun. Aus dieser Frage machen wir A'antunna talibatun. Jetzt Nummer 1. A'antunna mudarrisuna. A'antunna was mal mudarris? Mudarrisa ist eine weibliche Frau, Lehrerin. Aus Mudarrisa. Mudarrisatun? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Jetzt 2. Antum atibba'u. Antunna. 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 Tabibatun. Genau, super. Und du hast es schon genug, also für mich hast du es genug verlängert, aber ein bisschen wäre noch besser. Tabibatun. Tabibatun. Okay. Antum ikhwatu Hamidin. Antum ikhwatu. Antunna. Antunna. Antunna, genau. Antunna. Uchtu Zainabun? Ucht ist eine. Aus Ucht musst du jetzt Mehrzahl machen. Und Hamid kannst du lassen. Achso. Antunna? Achwatun? Achawatun. Achawatun? Hamidun. Aber ich habe den Satz gerade nicht verstanden. Seid okay. Ihr. Ich korrigiere noch schnell. Achawatu Hamidin, weil Achawatu ist Mudaf. Hamidin, ja? Okay, aber Achawatu, nicht Achawatun. Achso, okay, ja, genau. Okay, jetzt die Frage ist: Antum, also seid ihr die Brüder von Hamid? Und du sagst dann: Seid ihr die Schwestern von Hamid? Achso, okay. Und Hamidin kriegt wegen Mudaf ilayh Kasra Zayn, oder? Genau. Okay. Jetzt 4. Antum Muslimuna? Antum Muslimatun? Genau. Antum Muslimatun. Antun Muslimatun. Genau, richtig. Antun Muslimatun. Ich habe gerade auf der anderen Seite gesehen, deswegen war ich nicht konzentriert. Ich auch nicht. Okay. Jetzt Nummer 5. Antum A'mamu Mahmudin. Antunna A'mamatun. A'mamatu. A'mamatu Muhammadin. Was heißt A'mamatu nochmal? A'mam war von Am, Onkel, vom Vater so, der Versager. Okay. Und das Weibliche ist dann Amma und Plural ist dann Ammatu. Ja. Ammatu. Genau. Mahmudin. A'antunna Ammatu Mahmudin. Okay, 6. A'antum Abna'ul Mudiri? A'antunna Banatul Mudiri? Super. A'antum Aba'ul oder Aba'ul Tullabi? أنتم أنتن أنتن أم ماء hier ändert sich das أمهات الطلاب أمهات الطلاب genau jetzt Nummer 3 حول الضمير also wandle den Pronom في كل من الجمل الآتية كما هو موضح في المثال in jeden Sätzen wie es im Beispiel steht zum Beispiel أين بيتكم يا إخوانو.
Wo ist euer Haus, o Brüder? Aina baytukunna, ya akhawatu? Wo ist euer Haus, o Schwestern? Ja. Nummer 1. Aina akhukum, ya ikhwanu? Aina akhukunna, ya akhawatu? Aina akhu kunna, ya akhawatu? Okay. Jetzt Nummer 2. Aina madrasatukum, ya ikhwanu? Aina madrasatukunna? Was ist? Aina madrasatukunna? Okay. Ya akhawatu. Ya akhawatu. Genau. Okay. متى اختباركم يا إخوانو؟ متى اختباركن يا أخواتو؟ اختباركن. اختباركن اختباركن يا أخواتو. أوكي. أخواتو. أهذا عمكم يا إخوانو؟ أهذا عمكن يا أخواته؟ Genau. أبيتكم قريب يا إخوان؟ أبيتكن قريب يا أخواته؟ Genau. Super. في أي شهر اختباركم يا إخوان؟ في أي شهر اختباركن يا أخواته؟ Genau, super. Okay, jetzt Nummer 4. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا. Also leg in den Orten, die leer sind, einen Pronomen, der passend ist, entweder ente oder entum oder enti oder entunna. Wir haben dann immer den Elif von dem kommenden Pronomen. Jetzt für Muslim, was fügen wir hinzu? أنت مسلم؟ Genau. Soll ich einfach direkt durchmachen alles? Genau, أنت مسلم, ja. أنت مريضة؟ أنت... نein, أنتن طبيبات؟ أنتم تجار؟ زوبا. أنتن بنات المدرس؟ بنات المدرس؟ Da steht aber nicht Benat, da steht Bent. Achso, okay. Ah, stimmt, da kann ich nichts ehrlich. أنت بنت المدرس. أنتن أخوات عباس؟ أنتم طلاب؟ Genau, super. Jetzt hier das Gleiche, nur dass wir Kaf und Kum und Ki und Kunne hinzufügen. Okay. Auf die nächste Seite. Ja. Okay. Auf der nächsten Seite eben das Gleiche, nur mit Ka, Kum und Ki und Kunne. Aina Beitu. Kum. يا إخوان genau هذا كتابك يا حامد super ساعتكن ساعتك جميل جميلة يا ليلى genau. Aber vom Ding her könnte es ja auch beides sein, oder? Nee, weil Leila ist ja nur ein Person. Aber könnt ihr auch sagen, ist euer Auto neu, oh Leila? Sa'a ist Uhr. Achso, ich hab's ja, ja genau, aber es also kommt ja auf gleich hinaus. Könnt ihr auch sagen, eure auf eine Person? Nee, das geht gar nicht, weil du sagst ja, deine Uhr ist schön, oh Leila. Deine.
Ah, okay, dann habe ich das ganz falsch verstanden. Okay, Okay. 4. Man abukunna ya akhwatu ja akhawatu. Ma ismuki ya sayyidati. Ma ismuki ya sayyidi. Okay, also bei 5 und 6 steht bei mir beim 9 Ma ismuka ya akhi und Ma ismuki ya ukhti. Okay. Okay, Hier jetzt sie. steht. Ist kein Problem. Also, du hast verstanden, oder? Okay. Jetzt. Ummetukum. Ummetukum fil beiti. Ummu kunna fil beiti ya banatu. Ah, stimmt, genau. Ummukum ummukunna fil beiti. Ma isma'ukum ya ikhwan? أسماؤكم genau. Ma isma'ukum? Jetzt bei 6 ضعف الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا also wieder ein Pronomen أنا oder نحن. Okay. Ana muslimun walhamdulillah. الحمد لله. Nahnu muslimuna. Gibt es bei Nahnu kein Nixon? Keine weibliche Form? Nee, entweder ich oder gibt's nicht. Okay, dann Nahnu muslimatun. Okay, aber bei 3. Bei 3 gibt es noch. Muslimatun. Genau, Anna Muslimatun und. Anna muslimatun, genau. Anna muslimatun. Nahnu muslimatun. نحن بنات المدير. Ja. أنا ابن المدرس. سي. نحن طلاب. Ja. أنا مريضة. Genau, richtig. Jetzt bei 7 die Texte lesen wir. Okay. ذهب أبي إلى القاهرة. قبل أسبوعين. 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 Was heißt das? أسبوعين. أسبوع. Eine Woche. Vor einer Woche. So, okay. Soll ich schon übersetzen? Nee, brauchen wir nicht. متى خرج. خرجت... Es sei denn, du hast den Text nicht verstanden. Und dann kann ich das übersetzen. Warte. Na doch, also mein Vater ist nach Kairo vor einer Woche gegangen. Genau, richtig. Okay. متى خرجت من الفصل يا محمد يا محمد خرجت بعد الدرس خرجت ولا خرجت ولا خرجتي ولا خرجت خرجت genau متى خرجت من الفصل يا محمد خرجت ist für Dings, oder? Weiblich, sie. Genau. ذهبت oder nein, ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. Hier ist, glaube ich, besser, wenn wir sagen ذهبت. Also ich bin zur Moschee vor dem Azan gegangen. Ach so. Ja, okay, dann ذهبت dann. متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة؟ ذهبي كان سين؟ ذهبي geht überhaupt nicht. بس اوكي. ذهب قبل شهر. Vor einem Monat ist er gegangen. بعد الصلاة ذهبت إلى المطعم. مطعم بس المطعم
Mutter ist Restaurant. Von Ta'am. Ta'am ist Essen. Mutter ist Restaurant, also der Ort, wo man ist. Und Abahada heißt, ist er nach dem Gebet gegangen, oder? Genau. La dhahabta qabla as-salah. Hier ist die Antwort. Also ich bin zur Moschee gegangen. Oder ich bin gegangen nach dem Genau. Gebet. Dann la dhahabtu qabla as-salah. Genau. Bei der neuen Auflage steht, قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم؟ لا، ذهبت بعد الصلاة. Also ist ein bisschen Okay. anders. Ja. Okay. Auf der nächsten Seite haben wir noch schnell wieder so eine Tabelle. Und zwar, أين ذهبت يا أخي؟ Wo bist du gegangen, o Bruder? أين ذهبتم يا إخواني؟ Wo seid ihr gegangen, o Brüder? Und أين ذهبتي يا أختي؟ Wo bist du gegangen, o Schwester? أين ذهبتن يا أخواتي؟ Wo seid ihr gegangen, o Schwestern? أنا ذهبت, ich bin gegangen. نحن ذهبنا, wir sind gegangen. Die neuen Wörter, الكلمات الجديدة, قبل, vor, بعد, nach, كيف, wie, متى, wann, الأسبوع, die Woche, الشهر, der Monat, الأذان, der Gebetsruf, الصلاة, das Gebet, رجع, zurückkehren, اختبار, Prüfung. Und Was heißt unten, nochmal? ja? Was heißt Meta nochmal? Meta, wann? Wann? Und Wann? Elsbo, okay, war Woche, okay. Okay. In der Tabelle unten, also in der neuen ist es eine Tabelle, Ad-Dhamir al-Munfasila, also die Pronomen, die getrennt sind, weil wir haben eben gemerkt, dass wir dieses Enna, Hua, Hier und so weiter haben, was getrennt ist, und die Pronomen, die eben zum Wort oder zum Verb hinzugefügt werden. Al-Mufrad, wir gehen von oben nach unten, Singular, Hua Talibun, er ist Student, hier Talibatun, sie ist Studentin, Enta Talibun, du bist Student, Enti Talibatun, du bist Studentin, weiblich. Anna Talibun, ich bin Student. Anna Talibatun, ich bin Studentin. Und für Plural, Hum Tulabun, sie sind Studenten. Hunna Talibatun, sie weiblich sind Studentinnen. Entum Tulabun, ihr seid Studenten. Entunna Talibatun, ihr seid Studentinnen. Nahnu Tulab, wir sind Studenten. Nahnu Talibatun, wir sind Studentinnen. والحمد لله رب العالمين